Hallo André, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Was genau machst du eigentlich konkret? Ja, vielen Dank für die Einladung, Yassin. Ich bin lange Jahre Fondsmanager gewesen, habe da 11 Jahre Fonds gemanagt, durfte 2,5 Milliarden Euro verwalten und habe 500 Millionen Euro für meine Kunden nach Kosten verdient. Was mache ich heute? Ich bin Privatier, lege mein eigenes Geld an und habe ein sehr großes Interesse daran, zum Thema Börse auszubilden, weil Deutschland leider Gottes zum Thema Finanzen viel zu wenig weiß und ich denke, wir sollten uns alle viel mehr mit der Geldanlage beschäftigen. Ja, und du kümmerst dich ja auch oder machst jetzt das Thema Trading. Und empfiehlst du schon junge Menschen damit anzufangen oder sagst du, die sollen lieber langfristig investieren oder am besten beides? Ja, wer Geld hat, sollte es auf jeden Fall anlegen. Und da gibt es den schönen Spruch, wer kurzfristig alles richtig macht, der macht langfristig sicherlich nichts falsch. Ich bin kein Trader, also nicht falsch verstehen. Ich komme ja aus dem Portfolio-Management. Das bedeutet, ich finde es gut, dass man ein gutes, solides Investmentportfolio hat und darum rum halt Trading-Strategien aufbaut als Core-Satellite-Einsatz, so heißt es dann in der Praxis, um einfach sein Kapital auch zu schützen. Denn wenn du eben langfristig in Aktien investiert bist, konntest du zum Beispiel im März dieses Jahres deutliche Verluste einfahren. Mit den richtigen Trading-Strategien konntest du auch absichern. Was empfehle ich jungen Menschen? In der Regel werden die eben noch keine 200.000, 300.000 Euro zur Anlage haben oder mehr, sondern sie werden relativ wenig Kapital haben, dafür aber viel Zeit und viel Intelligenz und Grips. Deswegen finde ich es da sehr wichtig, in das Thema Humankapital zu investieren. Ich würde also immer in die eigene Ausbildung investieren und darin mich weiterzubilden und fortzubilden. Aber dann auch sehr früh in das Thema Investment reinzukommen. Traden, wie gesagt, ist eher ein Randthema, wenn man das beruflich machen möchte oder da wirklich sehr engagiert ist. Kann man das auch lernen, weil das deutlich mehr Zeit konsumiert. Aber zum Anfang denke ich, dass jeder, auch junge Mensch, nicht um ein Investmentdepot herumkommt und so ganz leichte Sachen wie ein ETF-Sparplan auf den letzten 500 wäre da schon mal ein Anfang. Ja, du investierst ja auch, also du hast ja verschiedene Strategien, die du einmal vorgestellt hast, in gewissen Videos. Und da hast du ja auch so eine Strategie, dass du halt sagst, okay, Freitag gehe ich Gold long. Was hat das eigentlich auf sich? Ja, ich hatte ja gesagt, der S&P-Sparplan, das kann so eine Grundlage sein. Damit hast du natürlich die Marktrendite, die ist langfristig im S&P um 10%. Bei ungefähr 16% Schwankungen reicht mir jetzt persönlich nicht. Dadurch, dass ich mich seit 1996 mit der Börse beschäftige, dadurch auch eine sehr große Motivation habe, noch mehr zum Börsenerfolg zu tun. Und ich habe mittlerweile auch die universelle Formel für Börsenerfolg gefunden. Da hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch in Hannover beim Vortrag warst vor 2 Jahren. Und die Formel für Börsenerfolg hast du damals auch gehört. Ich werde sie gerne wiederholen. Ist wie Erfolg in jedem anderen Lebensbereich auch. Es geht um gute Strategien und die dann umsetzen. Wenn du abnehmen willst, mehr bewegen, entsprechend weniger essen, das ist die Strategie. Und dann geht es um die Umsetzung und du wirst abnehmen. An der Börse ist es so, du brauchst gute Strategien und musst sie in der Praxis dann auch umsetzen. Ich habe mittlerweile sehr viele Strategien im Investment und im Trading. Und die Strategie, die du ansprichst, der Friday Gold Rush, ist nun wirklich die leichteste Strategie, die ich kenne. Die sagt einfach, dass du am Freitag Gold kaufen sollst, also Gold long sein sollst, nicht physisch, sondern vielleicht über ETFs, über Futures, über Optionen, wie ich es umsetze, weil einfach Gold eine Versicherung ist. Wenn am Wochenende was Schlimmes passiert, geht es mit dem Gold in der Regel am Montag deutlich nach oben. Und weil Gold eben auch am Freitag physisch zu 80% gekauft wird, hängt einfach damit zusammen, dass es übers Wochenende verfrachtet wird, am Montag in der Fabrik ist, meinetwegen in Indien, wo es dann verarbeitet wird und auch da eben die Mitarbeiter am Wochenende Zuschläge bekommen. Und deswegen gibt es eine größere physische Nachfrage nach Gold. Natürlich klappt das nicht jedes Mal und immer. Aber hätte ich das in den letzten 10 Jahren umgesetzt, hätte ich ungefähr ein viermal besseres Verhältnis gehabt als mit Gold Long Only, was eben eine ganz einfache Buy-and-Hold-Strategie im Gold ist, die dieses Jahr ja auch gut funktioniert hat, wo ich auch prominent mit dabei bin. Aber mit dieser Trading-Strategie kannst du eben dein Risiko senken und gleichzeitig deinen Ertrag erhöhen. Der Aufwand, den du hast, ist eben einmal in der Woche Gold zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Aber das ist zweimal auf die Maus klicken heutzutage mit sehr geringen Transaktionskosten. Die Arbeit mache ich mir gerne, wenn ich dadurch eben mein Portfolio deutlich optimieren kann. Du bietest ja auch halt Coaches an, also Coaching. Und Genau, ich habe ja bis 2018 die Fonds gemanagt und habe da sehr viel Spaß dran gehabt, habe aber auch gemerkt, dass ich im Weiterbildungssegment sehr interessiert bin, habe da damals schon angefangen, für Hochschulen zu unterrichten, für die Genoakademie, das ist eben die Hochschule für die Genossenschaften. Habe dann auch für die ISM in Frankfurt im Master und im Bachelor of Finance Portfoliotheorie unterrichtet und habe dann gedacht, Mensch, wenn ich 2018 in die Privatier-Situation reinkomme, wenn ich finanziell frei bin und nicht arbeiten muss, wird es ja relativ schnell relativ langweilig, weil ich auch jemand bin, der eben gerne Dinge macht. Ich habe Marathon gelaufen, Ironman gefinisht und. Bin einfach jemand, der auch gerne wie du einfach Dinge vorantreibt und habe dann angefangen zum Thema auszubilden. Habe das jahrelang schon für Börsenvereine gemacht,
Daher kennen wir uns ja auch vom Börsenverein in Hannover. Ich habe dann aber gemerkt, dass gerade im Weiterbildungssegment hier in Deutschland sehr wenig angeboten wird. Die meisten laufen zur Bank und der Bankberater will am Ende nur eins, deine Provision. Ist okay, ist vielleicht auch immer noch besser als das Sparbuch, wenn du einen Fonds oder einen ETF kaufst. Aber es geht eben deutlich mehr. Und dadurch, dass ich mich sehr lange mit Kapitalanlage beschäftigt habe, darf ich eben auch zu dem Thema unterrichten. In meiner Ausbildung ganz wenig auch im Coaching. Aber das Wichtigste ist mir, viele Leute zu erreichen. Deswegen auch der YouTube-Kanal, deswegen Instagram, deswegen auch das Interview, um eben für das Thema wach zu rütteln. Wenn der Finanzminister von Deutschland, Olaf Scholz, sagt, dass er sein ganzes Geld auf dem Sparbuch hat, dann krauseln mir die Nackenhaare, weil Olaf Scholz knapp 2/3 unseres erarbeiteten Geldes in irgendeiner Form umverteilen darf, sei es über direkte und indirekte Steuern. Und das bisschen, was uns bleibt, also das letzte Drittel, dann aufs Sparbuch zu packen oder in die Lebensversicherung, da gibt es deutlich bessere Themen, wie bei dir die Immobilie zum Beispiel oder bei mir dann eben eine liquide Kapitalanlage. Und deswegen habe ich angefangen zum Thema auszubilden, mache das mittlerweile mit einer sehr großen Leidenschaft, habe schon über 850 öffentliche Bewertungen für meine Ausbildung bekommen und bin da eben stolz drauf, was zum Thema Finanzbildung in Deutschland beitragen zu können. Und lade auch jeden ein, sich mit dem Thema maximal zu beschäftigen, weil das unglaublich wichtig ist. Wenn ich in die Altersarmut rein will, der sollte da definitiv was am eigenen Kapitalanlagestock tun, auch mit den Nullzinsen, das ist alles ein Problem. Und da ist halt jeder Einzelne gefragt und gefordert, auch mehr zu machen. Die Politiker werden es uns nicht sagen, die Eltern wissen es meistens nicht. Das, was wir an der Schule lernen, das habe ich mal ausgerechnet, das begrenzt sich auf 5 Stunden. Wenn du 13 Jahre Abitur machst in Deutschland, hast du 5 Stunden Geldbildung. Das ist in der 2. und 3. Klasse, wo dir das Münz- und das Geldscheinsystem erklärt wird. Aber dass du verstehst, wie Immobilien funktionieren, wie Aktien funktionieren, was die Zentralbank und die Notenbanken gerade machen, wie die Regierung eben sich auch massiv dieses Jahr mit 350 Milliarden neu verschuldet und was es eben für dein Portemonnaie und die Steuern langfristig bedeutet, das lernst du an der Schule nicht. Da wird man vielleicht auch bewusst dumm gehalten, ich weiß es nicht. Fakt ist, ich möchte mit meinem Engagement ein bisschen dagegen steuern. Du hast ja viele Erfahrungswerte gemacht jetzt mit deinen Teilnehmern und du kannst ja bestimmt sagen, was war das größte Hindernis beim Investieren? Das ist eine spannende Frage. Also es gibt immer wieder Rückschläge, wie auch wenn du Unternehmer bist. Es geht halt nie so glatt nach oben. So ist die Börse auch nicht designt. Es gab gerade am Anfang, glaube ich, viel Verwirrung bei mir. Ich habe 96 angefangen, damals mit Mannesmann-Aktien. Habe dann später auch Daimler gekauft, Telekom gekauft. Dann die ganzen neuen Marktwerte und hatte bis 2000, hatte ich ja eine wunderbare Situation, wo ich eigentlich nur gewonnen habe. Ich habe mein Depot ver5-, ver6-facht. Das ging alles sehr schnell. In der Schulzeit hatte ich immer Geld, alle mussten zum Ferienjob, ich hatte es immer gehabt, so locker nebenbei konnte ich mir alles leisten, was ich wollte. War natürlich ziemlich cool und ich habe dann schon immer hier mit den Hosenträgern geschnatzt und gesagt, Börse ist ja so einfach. Habe meinen Eltern damals auch gesagt, die Schule brauche ich gar nicht fertig machen, das Studium ist eh nur was für Idioten und war wirklich der Held der Investmentwelt und habe dann natürlich 2000 mit dem neuen Marktcrash ordentlich einen auf die Nase bekommen. Und ich glaube, das war für mich auch so eine Zeit, wo ich überlegt habe, Mensch, jetzt war es so gut und jetzt war es auf einmal so schlecht und ich habe dann 80% von dem, was ich hatte, auch wieder verloren. Plötzlich musste ich dann auch arbeiten gehen. Plötzlich habe ich eben auch gemerkt, die Börse ist doch ein bisschen schwieriger, als immer nur zu kaufen. So wie es ja momentan auch an der Nasdaq ist, wo die Kurse einen hoch nach dem Neuen finden und suchen. Hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Aber das war so eine Erfahrung, habe ich überlegt, dann aufzuhören. Da habe ich dann überlegt, Mensch, was mache ich denn jetzt? Greife ich jetzt richtig an? Will ich jetzt wirklich einmal richtig lernen? Oder gebe ich einfach auf? Und ich glaube, dass viele dann im neuen Markt auch aufgegeben haben, mit Aktien sich nicht mehr beschäftigt haben. Ich habe mich einmal durchgefressen und ich hatte damals auch immer die Idee, um Börsenerfolg zu haben, muss ich extrem viel arbeiten, ich muss super viel leisten, ich muss die Bilanzen lesen, ich muss Research machen, ich muss die technische Analyse verstehen, ich muss wirklich total tief drin sein und mich 24 Stunden am Tag damit beschäftigen. Das ist sicherlich zu einer gewissen Zeit gut, aber wenn du nicht so börsenverrückt bist wie ich, ist es schwer, zeitlich darzustellen. Gerade heute, wenn du erwachsen bist, Familie hast, einen Job hast, dann wirst du nicht 8-9 Stunden dich am Tag mit der Börse beschäftigen. Und die gute Nachricht ist, du musst es auch gar nicht. Es kommt immer auf Strategien an und Umsetzung. Strategien, im einfachsten Fall ein ETF auf den S&P 500, dann hast du deine 10% mit einem relativ hohen Risiko. Wenn du mehr willst, gibt es ganz einfache Strategien, die du nutzen kannst. Ein Friday Gold Rush hattest du angesprochen, Monatsultimo, heiße Hexen. Es gibt so viele gute Strategien. Ganz prominentes Beispiel zum Beispiel die Tesla momentan. Tesla ist ja nicht in den S&P aufgenommen worden. Wurde ja lange vermutet, deswegen war die Aktie auch so stark in der Hosse. Es ist ein klassischer Effekt, wenn man vermutet, dass eine Aktie in einen Index aufgenommen wird, müssen die ETFs und die Fonds dann kaufen, bis die Aktie in dem Index drin ist und treiben dadurch die Kurse nach oben. Wenn sie jetzt nicht in den Index kommt, wie eben durch diese überraschende Nachricht von der S&P, dann geht die Aktie runter. Das sind ganz einfache Anomalien, das heißt, ich muss nur wissen, welche Aktien in den Index aufgenommen werden, welche aus dem Index rausscheiden und kann damit schon eine Überperformance zum S&P erzielen. Und wenn man das verstanden hat, ist es sehr leicht. Ich habe es am Anfang natürlich nicht verstanden.
Ich habe mich 10 Jahre sehr schwer getan. Nach den ersten sehr erfolgreichen Jahren hatte ich auch größere Verluste im Depot. Ich hatte viele Emotionen. Bin dann sehr stark in das Trading-Thema reingekommen, was ja auch die menschliche Emotion sehr stark fördert. Börse ist ein Riesenspiegel. Man sieht jeden Tag in den Kursen, ob man jetzt gut performt hat oder nicht. Und das ist auch eine Herausforderung für einen selber, mit der man umgehen muss. Das war auch meine größte Herausforderung, diesen Einklang zu schaffen zwischen den Emotionen, also dem Bauch, und der Kognition, dem Kopf. Das hat bei mir über 10 Jahre gedauert, und dann einfach auf die Strategien auch zu vertrauen. Aber als dann es einmal so ein bisschen Klick gemacht hatte, war es für mich eben relativ leicht, auch jedes Jahr an der Börse Geld zu verdienen. Das Wichtige aber auch, das ist wie in jedem anderen Business auch, du hast Jahre, da läuft super gut mit 50% oder 100% Rendite. Dann hast du halt andere, da läuft es halt plus minus null. Das Wichtige ist, nicht zu viel zu verlieren. Ich glaube, das ist das, was die meisten Börsenanfänger auch unterschätzen. Die kommen an die Börse und denken, Mensch, es geht hier um die maximalen Gewinne. Völliger Quatsch. Es geht einfach darum, dein Risiko zu begrenzen und immer wieder klein zu gewinnen und über die Zeit dann eben dadurch eine sehr tolle Performance zu machen. Ja, hast du vielleicht noch so 3 Büchertipps, um halt an der Börse viel Geld zu verdienen oder seine Risiken abzusichern? Ja, das Bücherthema ist super spannend. Ich habe einen sehr guten Tipp, und zwar halte ich es mal hier in die Kamera. Einfach Geld verdienen und an der Börse reich werden. Ein bisschen reißerischer Titel. Die 7 besten Investment- und Trading-Strategien vom Portfolio-Manager. Es gibt sehr viele gute Bücher am Markt, aber ich habe mich entschieden, ein eigenes Buch zu schreiben, und werde im Nachgang natürlich auch noch eins zuschicken. Und wer möchte, kann sich das gerne bei Amazon auch bestellen. Die Idee ist einfach, aus dem Buch heraus, ich mache das Problem auf, ich gebe Lösungen, und ich möchte vor allen Dingen zeigen, wie einfach es ist, gerade für Anfänger, wie leicht es ist, am Markt sich zu engagieren. Also wenn du Börsenanfänger bist, ist das Buch wirklich sehr gut geeignet. 200 Seiten, sehr kompakt, konkrete Strategien, konkret, wie es geht. Kein Rumgelabere, also wirklich sehr, sehr auf den Punkt. Hab 9 Monate dran geschrieben und bin wirklich stolz jetzt auf dieses Buch. Wenn du schon erfahren bist, dann würde ich dir so Bücher empfehlen, wie zum Beispiel von Jack D. Schwager. Das sind Market Wizards. Schicke ich dem Nachgang gerne auch den Titel nochmal zu. Da geht es einfach darum, dass der Jack D. Schwager in Amerika Hedgefonds und Fondsmanager interviewt hat. Und er hat halt gefragt, Leute, ihr habt Millionen und teilweise mehr verdient an der Börse. Wie habt ihr das gemacht? Und das ist natürlich super spannend, wenn dann wirklich Leute, die self-made sind, die aus 10.000 Euro mehrere Millionen gemacht haben, oder Dollar in dem Fall, wenn die erzählen, wie sie das gemacht haben. Das ist eine andere Zeit gewesen, das ist auch wahr. Aber ich finde es super spannend, also Market oder Magier der Märkte zu Deutsch, super spannendes Buch. Und da gibt es unglaublich viel. Es kommt in der Literatur immer ein bisschen darauf an, ob du jetzt mehr Fundamentales lesen möchtest, mehr Technisches, also Fundamental, so Value Investment. Da gibt es natürlich den Benjamin Graham oder auch die Bücher von Warren Buffett. Oder in der technischen Analyse zum Beispiel, da gibt es auch den Nielsen, da gibt es dann ganz, ganz verschiedene Autoren, die auch zu dem Bereich publiziert haben, wie den Murphy zum Beispiel. Also da gibt es unglaublich viel. Es ist immer ein bisschen die Frage, in welche Richtung das geht. Wenn du mich fragst, meine 3 Lieblings- und besten Bücher zum Thema Börse, also ich würde auf jeden Fall mein eigenes Buch empfehlen, auch wenn das ein Stück weit arrogant ist. Aber das tue ich mit der Gewissheit, dass es sehr aktuell ist und eben wirklich sehr praxisnah. Ich würde das Magier der Märkte empfehlen und vielleicht von Murphy technische Analyse. Und dann hast du eine sehr gute Übersicht über die Börse und wie man da vielleicht gute Renditen machen kann. André, vielen Dank. Hast du vielleicht noch ein gutes Schlusswort? Ja, ein Schlusswort ist in jedem Fall, kümmere dich um deine Finanzen. Das wird kein anderer tun. Ich habe bei Vorträgen gerne den Spruch dabei, 30.000. Das ist so meine Lieblingszahl. Nicht nur die DAX-Prognose für in 15 Jahren, weil das entspricht so der durchschnittlichen Rendite vom DAX von 6%, die deutlich geringer als die vom S&P zum Beispiel ist, sondern 30.000, das sind auch die Tage, die wir alle auf dieser wunderschönen Erde haben. 30.000 Tage, das entspricht einer Lebenserwartung von ungefähr 82 Jahren. Und man kann nachweisen, dass jeder Mensch 10.000 komplette Wachtage, also 10.000 mal 24 Stunden, die Hälfte seines Lebens, damit verbringt, für Geld zu arbeiten. Und klassisch in Deutschland mit der so hohen Sparquote ist es sogar noch ein bisschen mehr. Und das finde ich schade. Ich denke und ich möchte jeden einladen mit allem, was ich tue, sich mehr Gedanken über das Thema Anlage zu machen und sein Geld vor allen Dingen für sich arbeiten zu lassen. Denn es bringt doch nichts, wenn wir das Geld auf dem Konto haben, wenn es dafür 0% liegt, wenn es in der Lebensversicherung steckt. Und wenn wir uns nur ein paar Stunden mit dem Thema Finanzanlage beschäftigen, wenn wir nur 1-2 Bücher lesen und dann auch ins Tun kommen, dann können wir auf Jahre über den Zinseszinseffekt massives Vermögen aufbauen. Wie gesagt, ich habe bei 0 angefangen, meine Eltern hatten kein Vermögen. Ich habe mir die finanzielle Freiheit aufgebaut, ich habe mittlerweile ein 7-stelliges Vermögen. Ist jetzt auch nicht so astronomisch hoch, dass ich sage, oh Gott, ich kann mit Geld gar nicht mehr umgehen, sondern ich habe es mir selber erarbeitet und damit weiß ich eben auch, wie wertvoll das Geld ist und bin eben dadurch auch natürlich im Investment sehr aktiv, bin aber auch im Konsum, so gut ich das kann, aber eben auch mit Bedacht.
würde mir jetzt kein Ferrari kaufen, wenn es ein Audi irgendwie auch tut. Ist so meine persönliche Sache. Ich sage nur, ich habe es, also wenn ich es geschafft habe, mit 37 Jahren kann es, glaube ich, jeder da draußen auch schaffen. Es dauert nur einfach ein bisschen. Man darf nicht erwarten, Millionär zu werden von heute auf morgen, sondern es ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen ist mein Schlusswort und mein Appell, bitte nicht nur für Geld arbeiten, sondern vor allen Dingen auch das Geld mal für sich arbeiten zu lassen, darüber nachzudenken und deswegen auch Wohlstand langfristig mit Börse aufzubauen. Ja, André, ich bedanke mich für das Interview. Dankeschön.